Also wir arbeiten ja eigentlich mit zwei Technologien, sowohl CRISPR als auch die Nanopore-Sequenzierung sind vergleichsweise junge Technologien. Wir waren das erste Labor in Sachsen und eines der ersten in Deutschland, die so ein Gerät kaufen durften. Wir nutzen es in der Forschung aktiv in verschiedenen Projekten, wo wir DNA-Sequenzen erzeugen damit, analysieren. Das Interesse an dieser Thematik ist riesengroß. Die Kollegen spüren, dass das Innovation in die Schule bringt. Die Experimente kann man im Endeffekt 1:1 im praktischen Unterricht umsetzen. Es gibt die Möglichkeit, externe Partner mit ins Boot zu holen, so wie wir das hier jetzt auch gemacht haben, um solche Innovationen in der Schule zu realisieren. Ich bin begeistert, dass einfach Lehrer da sind, die sich fortbilden, die wirklich aktiv mitdenken an dem, was passiert eigentlich am Frontend der Forschung und wie kann ich das transportieren zurück an Schüler, um die Brücke zu schlagen in die neuen Technologien, um ein Bild zu zeigen, was machen die da eigentlich Spannendes.